So, da wären wir wieder in Byzantium mit der Kleidung, die wir brauchen, hoffentlich. Denn es ist ein bisschen schwer darauf schlau zu werden. Ich habe da erstmal oben geguckt, wo robuster Bauchanzug steht und darunter. Hippostasios oder so. Da stand bei dem hier zum Beispiel Spacer's Choice. Da dachte ich, okay, steht auch bei allen anderen. Aber nicht so. Dann habe ich geguckt, was die Ikonoklasten tragen. Habe dazu ein Camp ausgeräuchert. Ging nicht anders, nur um zu gucken, welche Kleidung die haben. Habe dann nochmal neu geladen, natürlich. Und naja, es steht im Text. Einmal hier, Spacer's Choice. Da weiß ich halt nicht, ist es die richtige, weil sie sagte ja, es soll nicht diese zweitklassige sein und so. Dann tragen wir gerade die Ikonoklasten-Ausrüstung. Und wir haben hier. Ne, hier. Der und der. Die Plünderer-Ausrüstung. Da habe ich aber hier noch was von der Spacer's Choice. Und das will ich einfach mal ausprobieren. Also, ich werde gleich oben nochmal speichern. Und dann gucken wir einfach mal, ob das dann funktioniert. So, aber erstmal die Ikonoklasten. Paff, paff. So, mein Herzblatt, bin da. Goodness, look at those atrocious contours. The sheer brutality of its design offends the senses and shocks the mind into a state of palpable excitement. I adore it. Two outfits remain. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Ich mag meins auch. Nur mag ich den Helm nicht. Als nächstes die Plünderausrüstung. Die gefällt mir am besten. Ich hätte den nur gern mehr verstärkt, weil da sieht man wenigstens so den Körper quasi und es sieht halt gut aus. Mit der Maske, es sieht halt echt gut aus. Oh, how grotesque! I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. Hey. One outfit left. Do hurry, my dear. The bird of inspiration is about to take flight. Jetzt kommt das Lustige. So, einmal den. Und einmal den. I can't wait to see those outfits. Oh. What can I do for you, darling? Nichts. Schade, ich dachte, das funktioniert. Okay, das passt aber zu uns. I can't wait to see those outfits. Auch willst du mich What verarschen? can I do for you, darling? Ach, wo bin ich besser? Scheiße, If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Die Groundbreaker Spacer-Ausrüstung. Spacer-Ausrüstung. Oder mal jemand Cut und sehen wir uns gleich wieder hier und dann ist es hoffentlich der richtige. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück und wir haben die Spacer Choice oder die Spacer-Ausrüstung. Ist eine ganz normale Ausrüstung. Gibt es auch bei dem Typ auf der Groundbreaker ganz hinten bei dem Wartungsraum. Ziehen wir jetzt mal an. Ja, bis auf der Helm sieht das ja nicht schlecht aus. Aber wollen wir mal gucken. Letzte Ausrüstung. Like a star, darling. Square your shoulders. Hand on your hip. Eyebrow cocked. Yes. Perfect. My heart is all a flutter. Yes, that's it. I have it. I know exactly what we're doing. Brace yourself, my dear. We're going to call this style barbarian chic. The saucy confidence of a spacer. The raw contempt of an iconoclast. The brutish musk of a marauder. And the pièce de résistance. Monster leather. Monster leather? Is fashion catching up to sensibility at last? One part manta queen chitin, three parts hide from a raptodon's flank, and let's say, oh, 8 strips of primal leather. No, make that 10.
Ich dachte, das wäre ein einfacher Modeljob. We're revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. Hele Belohnung sollte es die Mühe wert sein. Ich hoffe, ich krieg die Kleidung dann. We're artists. If we're not willing to risk our lives for the sake of art, we should get out of the business. Get this done for me, and I'll have you strutting about in a Jolliker original. You will be the envy of Byzantium. Na ja, gut, dann mache ich das mal eben. Gott, dafür müssen wir wieder zurück. Dann kann ich wenigstens die Kleidung ausziehen. So. Einmal den und einmal den. Das kann rein. You're back. Not that I missed you. I assure you, I am not. Ja. Capable of such emotional capacity. Mhm. Und einmal hier, einmal wieder nach Monarch. Ist eigentlich ganz egal, wo wir hin. Es ist, wir können schnell reisen. So. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Ja. Wir nehmen die beiden wieder mit. Bin gespannt, wie das dann aussieht. Ich hoffe eher schlank und schön. Und, ja. Okay, ich dachte, wir haben jetzt Wegpunkte. Na gut. Trogololeder, Mantikönigin und Raptiden und Flankenhauten, Bumsen, Dingsen. Trogulos von da, wenn ich mich nicht täusche. Beziehungsweise Mantikönigin. Hey, moin! Okay, die Waffe bringt gar nichts. In einer Mantikönigin. Na, siehst du wohl, das ist doch schon. Rapidon Flankengehäute. Wo finde ich jetzt Rapidons? Nicht leicht. Ich gehe mal hier hin. Rapidons. Alpha-Möter, das sind sie nicht. Ihr könnt leben. Ihr seid mir gerade der. Egal. Wenn man die Monster mal braucht, ne, sind keine da. Rapidons, ja moin. Fleisch. Habe dann Flanken auf und nichts. Hier brauchst du davon drei Stück, ne? Drei und 10 Trogulodi da. Eieiei. Ah, ich liebe die Waffe. Irgendwo noch eine, aber egal, das ist mir jetzt auch wurscht. Dem hat es zerfetzt. Rapidon Fleisch, Mist. Ich sollte vielleicht die Waffe wechseln, oder? Ah, sehe ich die wieder nicht. Ah, Rapidon Lederhaut, sehr gut. Zwei haben wir jetzt. Einen brauchen wir noch. Oh, noch einen Rapidon. Habt ihr noch einen Rapidon gesehen? Leute, bitte helft mir doch mal.
Also ich meine jetzt bei die Banditen, nicht meine Leute. Was machen die Banditen überhaupt hier? Komisch, dass sie hier sind. Ja, hallo. So, ich denke mal, die sind doch da. Mit einem Flankenhaut 3 gesammelt. So, jetzt brauchen wir nur noch Trogolos. Gab es hier Trogolos? Ich glaube nicht. Ich würde mal sagen, wir schieben zurück. Jetzt wissen wir, wo unser Schiff ist. Das nehmen wir. Da wollte ich hin. Dann gehen wir 10 Stück. Das ist. Da müssen wir leider noch 2-mal hin. Wir müssen jetzt mal noch. Skiller. Ja. Scylla. Na gut, Scylla. Ja. So. 10 Stück. Wo kann ich wieder springen? Was macht denn die Kampfdrohne da? Da haben wir doch einen. Oh, here we go. Ich krieg das schon hin, oder? Drohne da. Da haben wir noch einen. Der hat nichts. Ah, Leute. So, da haben wir schon mal 3. 3 Stück schon mal. Ja, hallo. Besser als ich gedacht habe. 6 Stück. Da waren, glaube ich, auch noch welche. Jawohl, oder? Da, ja. Lieben. Vielleicht sind da hinten die restlichen 2. Wir haben ja noch 2 Lager hier von denen. 8. Sollte ja wohl klappen, oder? Das will ich alles hin. 8. 9. Sehr schön. Zack, zack. Ah, oh, das ging schön schnell. Das finde ich gut. Na gut.
I am a dirty, autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Du kleines, versautes Stück KI. Mann, Mann, Mann. Als ob man sie beim Sex erwischt, ganz ehrlich. Oh, der sein Stick schon überall drin hatte, du. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir denn hier für ein schickes Outfit bekommen. Entweder sieht das total hässlich aus oder total geil. Oder es ist so wie meins gerade, dass es mir soweit gefällt, aber ich entweder tragen werde oder nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Dann wollen wir mal. Oh, wir haben noch genau 4060 Schuss. Wird knapp. So, ich speichere mal. Nur zur Sicherheit. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen. So. What can I do for you, darling? Ja, du, ich bin fertig. Chitin, eine Mantelkönigin, Raptorhaut und Trokololeder. Bitte sehr. I've been thinking of a name for this new outfit. Chimera. Crafted from the hides of 3 species of monster. No, it's passend. While you were gone, I put in an order for one of my bespoke lapels. Solid gold, diamond encrusted. If it doesn't have one of my lapels, it's not a Jolicoeur original. Those slackwits at HPS are holding my parcel while they wait for a signature. Bureaucracy is so utterly insufferable. Be a dear and retrieve it for me. Verlängst leider gerne eine ganze Menge von mir. Understatement of the year, darling. Believe me, I'm every bit as frustrated as you are. Okay, gut, ein Päckchen. Die Monster zwingen dich dazu, das für ein Päckchen zu unterschreiben. Das ist doch der Gipfel der Unannehmlichkeit. Lass mich quer durch die ganze Kolonie geschickt. Und jetzt soll ich auch noch einen mit Bürokrat rumschlagen? Warum schützt du nicht einen Assistenten, der ein Päckchen abholt? Wonderful! I'm giving you authorization to retrieve this parcel on my behalf. You truly are my savior, darling. Ich möchte doch nur das Ding holen, verdammt. So, wo ist denn das? Da hinten. I love Byzantium. Ah, da unten hin. Out. Autsch. Wir gucken uns nachher die Stadt an. I'm on my legally allotted break. Really, I'm supposed to be here. Ist ja gut. Noch will ich von dir doch gar nichts. Ich möchte doch... Alter. Schick. Und die haben kein Geld, oder wie? Sie wollten ein Päckchen? Ich habe ein Päckchen. Ich arbeite hier nur, keine Angst. Okay. Ach, nichts Tolles. Was ist denn da oben? Ist da irgendwas? Da ist gar nichts. Da muss ich rein, alles klar. Moin. Entschuldigung. Moin. Sie wünschen. Ich kann wirklich mit ihm reden, aber machen wir gleich. Erstmal gehen wir da lang. Huch. Wir sind am falschen Eingang. Entschuldigung. Wenn, dann wollen wir es auch richtig machen, damit wir es auch kriegen. Das müsste... Da, siehste. So.
froh. Moin, ich drehe mich mal froh. Hallo, hallo, hallo. So. Burning the midnight oil, are we? The Halcyon Parcel Services work is never done. Das freut mich. Welcome to Halcyon Parcel Service. Deliveries guaranteed within standard margins of accuracy. Zuerst hat mich geschrieben, so ein Paketchen für If you would like to sign for a parcel, please go to window B. Nein, sag mich jetzt nicht, jetzt sieht mir so eine Asterix und Obelix Scheiße ab hier. Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Wenn also jemand ein Paket verschicken müsste, wäre er dann hier nicht an der richtigen Adresse? Nope, just parcels. We don't deal in packages. Was ist der Unterschied? It's very technical. Halcyon Parcel Service strictly adheres to the standards and definitions of packaging as outlined by the Executive Ministry of Accuracy and Morale. We can ship all the parcels you want. But if I start shipping packages, I could get into some real trouble. Handcuffs and hard labor trouble. Das sind doch genug. Ach, das ist ja. Ich möchte also ganz ehrlich. Ich kann man ja nur befreien. Und die sagt mehr Gehirnschalter C. Das sieht man schon, weil die da stehen. Welcome to Halcyon Parcel Service, where all parcels are guaranteed to be delivered within acceptable margins of certainty. How may I be of assistance? Hey, ich bin hier wegen einem Päckchen von Celestia. Let me just look that up for you. It appears that a parcel for Ms. Jolicoeur, Celeste is currently out for delivery. Mir wurde gesagt, das Paket wird ja aufgebaut. It was. And now it's being delivered. Wird es an die Adresse von Ms. Jolicoeur geliefert? Ja. Let me see here. A parcel for Jolicoeur, Celeste is being delivered to 316 Rockwell in the Byzantium Estates. Rockwell 316. Thank you for allowing HPS to be your only option today. Ja, ich will doch nur das Ding haben, verdammt nochmal. Mann, 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 Mann. Wo sehe ich denn hier? Was, wo wohnt? 3-1. Da hinten? Also gibt es doch überall Dinge. Überall Dinger, die wir annehmen können oder ansprechen können. Das möchte ich jetzt aber noch nicht jetzt machen. Ja. So, da haben wir. Die heutige Zustellung war leider ein Unerfolg. Dein Paket wird zurück an Zweigestelle geschickt. 533 Eriados, bitte kontaktiere hier deine Mitarbeiter bzw. der Abholung deines Pakets nehmen. Ach Gott, ey. Dreh gleich durch. Das ist wirklich so eine Asterix-Obelix-Irrenanstalt-Kacke hier. Halcyon Parcel Service is proper. Ja. How may I? Ja. Wie ist abschon sein? I must respectfully ask that you calm down, please. Parcels must be picked up at window A. Oh. Soll das ein Witz sein? If you would like to lodge a complaint about the quality of your service, please request a complaint form at window C. If you would like to request a complaint form at window C, please make an appointment. Na schön, dann wieder. Lass mich raten, um einen Termin zu verweigern, muss ich ein Formular verlangen. I see you're familiar with our company policy. Na schön, dann wieder ein Anschalter. How may I be of assistance? Of course. If you could just verify for me that you are Jolicoeur, Celeste, or an officially authorized proxy. Siehst du nicht, dass ich hier, was ich hier habe? Ich bin hoffentlich eines von
seines Mundes. Yes, I can see by your eccentric mode of dress that you must be one of Miss Jolicoeur's associates. Dankeschön. Everything seems to be in order. Here you are. Oh. I hope this has been a pleasant and satisfying transaction. Halcyon Parcel Service thanks you for your patronage. Meine Güte. Die Stadt hat ja mehr Probleme als Edgewater. Wahnsinn, Alter. Das Ganze hat jetzt knappe 5 bis 10 Minuten gedauert. Also, es ist nett gemacht mit dem Passierschein A38. Nein! Was ist denn jetzt wieder? Hey, careful. Don't go running around in the middle of a crime scene. Was ist mit Chef? You mean Miss Jolicoeur? She was reported for practicing a subversive aesthetic. We found her in her office, working on something perverse. She didn't cooperate, so we had to put her down. Never was? Took her for a dissident sympathizer. Was? Muss ich dich wirklich töten? Wir waren miteinander im Geschäft. Ich hab's jetzt umgebracht, das ist doch verrückt. No argument there. Feels like the whole colony's going insane. What with dissidents infiltrating the walls of Byzantium. Byzantium cultural standards are enforced by Universal Defense Logistics. Universal Defense Logistics. Your first and last line of defense in the war against sedition. That's iron. Jetzt verpisst euch. Sag mal, haben die alle einen Knall? Das gibt's doch nicht, Alter. Mach das alleine. Hey, you! What do you think you're doing? So. Die Chimäre 53, Dialogfertigkeit plus 10. So. Okay, ich habe aber wenigstens einen Anzug für das Date von Parvati. Da will ich ganze Mühe. Oh Gott. Oh Mann, ey, ernsthaft. Aha, hast nichts gesehen. Alter, ey. Okay, also dein Geschmack lässt nicht zu wünschen, bin ich ganz ehrlich. Gut, eine Sache dann noch. Bevor ich die Folge beende. Eine ganz wichtige Sache, die ich dann fürs Date noch brauche. Ich diene ja quasi als Hilfe. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Ja, das frage ich. Frage mich zwar wer, aber ja. So, der kann dann rein und dann brauche ich den da. Ja. Denn guck mal hier, jetzt sehen wir aus wie so ein Ding und hier fürs Date, das passt, oder? Das passt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nächste Folge. Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lean into it. Embrace it. Work with it. You're in control here, Parvati, not the gun. Don't let a hunk of metal jerk you around. You've been around powerful machinery all your life. You're always in control, right? I guess that's kind of like when the filler's shooting 600 cans of near-molten cell tuna down the conveyor while I'm trying to tune a belt. Here, stand like me, just so. Hip square, lean forward a little. It's just equipment, and you're just an engineer using it. Ah! Okay. We'll try again later. You'll get it. I promise. Einfach.
Ja. Hey, Captain. Gleich. Achso, machen wir noch nicht. Weil sonst, wie sieht was? So, das. Und das. So, dann. Würde ich sagen. Machen wir jetzt zwar das, aber wir gehen jetzt einfach mal nach Byzantium und gucken uns die Stadt richtig an. Und ja, mal gucken, was für Aufträge dabei rauskommen. Im Postamt war ja doch, oder ist bestimmt noch was Lustiges. Also danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis dann. Macht's gut.